Hallo schön, meine Damen und Herren. Heute lernen wir über Banter. Britische Kultur ist so gnadenlos höflich, dass sie einen Freund, den sie zufällig vor dem Supermarkt treffen, genauso warm und freundlich behandeln wie ihren Todfeind. Woher soll ihr Freund also wissen, zu welcher Kategorie er gehört? Die Antwort lautet in Großbritannien natürlich Banter. Mit Banter sagt man einer Person, wie sehr man sie mag, indem man mit ihr redet, als würde man sie hassen. Ja, Banter. Brillant, oder? Was soll da schon schief gehen? Es ist eine Art Spiel, bei dem der Inhalt des Gesagten vorsätzlich von der Bedeutung abgekoppelt wird. Und je mehr man mit dem Menschen befreundet ist, desto schärfer sollte diese Banter sein. So sage nicht, it's nice to see you again, my friend. Sag, oh, you're ugly mug again, like I didn't get enough of that lately. Sage nicht, is that a new outfit? It's very nice. Sag, did you get dressed in the dark this morning? Ich vermute, wir Briten haben diese Form des Umgangs entwickelt, weil wir uns sehr unwohl dabei fühlen, Gefühle auf positive Weise zu zeigen. Also haben wir uns ein System ausgedacht, bei dem wir sie in vorgetauscht negative Weise ausdrücken können. Banter, ja. Wir sind echt ein komischer Haufen.